Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Knights of Pen and Paper. Ihr denkt euch so, was? Fängst du das jetzt wieder an oder was? Du hast die letzten Tage gar nichts hochgeladen. Ja Leute, ich sag jetzt nur, ich bin momentan hier so ein wenig im WoW-Fieber mit Warlords of Draenor, was ich mir gekauft habe. Ihr habt ja wahrscheinlich schon den ersten Part gesehen, von dem ich ja auch eine Nachricht von YouTube bekommen habe, dass ich urheberrechtliche Sachen verwendet habe mit dem Video, von wo man durch das dunkle Portal geht. Soviel ich weiß, das habe ich dann nochmal im Nachhinein bearbeitet und rausgeschnitten. Ich weiß, ich habe noch ein Part, wo ich ein Video dabei habe. Das werde ich dann auch nochmal rausschneiden. Dann eventuell. Ich muss mal gucken, ob ich die Videos benutzen kann, weil ich habe schon einige Videos gesehen, in denen diese Videos auch benutzt wurden. Und die hatten keine Probleme damit. Mal gucken. Vielleicht war das nur ein Fehler seitens YouTube. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat Blizzard da noch nicht irgendwie die nötigen Sachen freigeschaltet. Aber ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht eigentlich genau wissen. Ich schneide es einfach raus. Vielleicht mache ich mal ein Video, in dem hier die ganzen Cutscenes dann nochmal reinkommen und sowas. Mal gucken, ich weiß es nicht. So, wie kann ich nicht sagen, ich kann ja nicht in die Zukunft schauen. Aber wir werden jetzt hier weiterspielen. Bei Knights of Pen and Paper werden wir im Ferndorf fahren. Und das letzte Mal wollten wir, glaube ich mal, haben wir aufgehört. Denn wir wollten hier die Aufträge von der Oma hier machen, um irgendwas anderes zu machen. Hexe, ihr müsst für mich 12 Meeresmuscheln sammeln. Ihr solltet sie am Strand von Miami finden können. Kein Problem. Reisen. Strand von Miami. Miami. Ich komme nicht nur darauf, den Strand von Miami zu sagen. Also wirklich. Und dann die nächsten Tage. Oder eigentlich wieder. Ich hoffe, es werden in nächster Zeit wieder die Videos in geregelten Abständen kommen. Jeden Tag 2 Videos. Nein. Ungefähr jeden Tag und eventuell ab und zu einmal hier so Warlords of Draenor, ich weiß es nicht. Ich werde mal gucken, ob ich dann geregelten Rhythmus reinfinde. Denke mal, ich werde es aber so machen. Morgen ist Montag. Ja, morgen ist Montag. Morgen kommt Paraworld und Knights of Pen and Paper. Wenn ich Knights of Pen and Paper schneiden kann, heute am Sonntag kommt doch nichts. Dann kommt am Dienstag Warlords of Draenor, oder ne, heute werde ich noch ein Video von Warlords of Draenor raushauen, oder ich hoffe, dass ich es zeitlich schaffen werde. Dann kommt Dienstag Warlords of Draenor, Mittwoch wieder Knights of PP und Paraworld, und danach kommt wieder Warlords of Draenor und so, und immer weiter. Ihr werdet es schon sehen. Solange bis ich keine Warlords of Draenor Folgen mehr habe. Dann werde ich eventuell mal neu produzieren. Ich mache ja auch in geregelten Abständen hier ein paar neue Videos. So, zeig mal hier so aktuelle Sachen und so, was mir passiert ist und sowas. Auf jeden Fall werden wir hier mal 5 Meeresmuscheln erbeuten. Von Schaufeln und von Tritons. Und mein Handy hat vibriert. Glaube ich zumindest. Ich bin ein Chicken Wing Commander, okay. Das hätten wir jetzt auch hinter mir. Hätte ich jetzt auch hinter mir. Dass ich vom Walner angeschrieben werde, dass ich ein Chicken Wing Commander bin. Dieses Spiel vermisst habe.
denke mal, ich werde jetzt nicht so allzu lang aufnehmen. Ich hoffe, ich habe vorhin jetzt nicht gesagt, dass ich irgendwie lang aufnehme oder so. Weil ich habe wieder vergessen, was ich gesagt habe. Tut mir leid. Aber es ist leider so. Bei mir. Oh, ich habe genau extra 5 Meeresmuscheln bekommen. Ja, Reisen für ein Dorf und bringt der Hexe das Zeug. Dann soweit das auch gereicht. Weil ich will hier noch WoD weiterspielen. Sprich Waters of Draenor. Was ich immer so episch gesagt habe. Und The Warlords of Draenor. Ungefähr so. Nein, eigentlich noch epischer. Aber ich möchte es jetzt nicht sagen, was mache ich immer in den Videos. Das ist nur für diese Warlords of Draenor Videos spezifisch. Die Hexe weiß eure Taten zu schätzen. Höchststufe. Wir haben epische Rüstung, Leute. Epische Rüstung. Und ich habe in den letzten Tagen auch etwas. Ich habe auch letztes Mal etwas gespielt, weil hier so ein Freund da war. Und er wollte ja wissen, was hier Knights of Pen and Paper ist. Darum habe ich dem das so gezeigt. Und ihm gefällt das Setting einfach nicht. Also ich finde das ziemlich geil. Dieses Spiel. Freue mich immer wieder, es aufzunehmen. Und nein, das ist jetzt nicht irgendwie sarkastisch oder sonst was gemeint. Ich gehöre ja nicht zu diesen Leuten, die keine Ahnung haben, was Sarkasmus ist und damit so nur so um sich werfen. Davon kenne ich auch ein paar Leute. Was ich ziemlich bescheuert finde, aber gut. Ihr müsst für mich 12 ihr müsst für mich 12 Fälle sammeln. Dafür könnt ihr euch an Schweinebären halten. Ihr solltet sie im Goblin-Versteck finden können. Also los geht's, Element, los geht's. Moment mal, Fälle sammeln von den Goblins. Sucht nach den Schweinebären. Ja, Goblin-Versteck und da gibt es natürlich Schweinebär-Menschen. Mann-Bär-Schwein oder ist der Schweinebär-Mann? Ich weiß gerade gar nicht. Hier aus South Park. Mit Al Gore, der sich den hier immer eingebildet hat oder so. Ach ja, Al Gore ist schon einer dieser Charaktere aus South Park. Ich irgendwo teilweise feier. Fünf Pelze sammeln von Schweinebären. Ihr könnt nicht vorbei. Wir spießen euch auf, ihr dreckigen Viecher. Ich glaube, ich werde dann noch ein bisschen Gold farmen, damit ich hier extra noch ein bisschen special die Sachen aufrüsten kann. Oder ich denke, ich mache das so. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal bis zu einem gewissen Teil spielen. Da ich das hier schon alles hinter mir habe und vielleicht schon mit der anderen Gruppe gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich das DLC dann schon anfangen werde. Könnte ich in der Theorie heraus eigentlich schon machen. Aber ich level, damit die Gruppe levelt halt ziemlich schnell. Aber ich glaube, damit gibt es keine Probleme. Nee, das glaube ich mal nicht. Ne? Und vorhin Mutes. Oh, hier mal ein Zirkel der Heilung raus. Du kannst dich heilen, du Dreckstück. Feuerball. Niederstrecken. Tod allen Lebenden, allen Feinden. Ich will ja nicht wie die Verlassenen klingen. Wie an der Pforte des Zorns. Wurde hier die, wo sie so natürlich gesagt haben, so Tod der Geißel und allen Lebenden. Ja,
Ja, Sandy Höchst gesagt, guckt euch mein Video zur Pforte des Zorns an. Was nicht gesperrt wurde, weil es wahrscheinlich etwas schon älter ist. Und er gesagt, die Pforte des Zorns ist etwas schon etwas älter. Es waren ja noch Lich King Zeiten. Oder er gesagt, Lichtkönig. Schweinebären, 3 Stück. Töten! 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 Spalten! Ich spalte euch! Okay, ich packe jetzt mal wieder richtig ab. Bam, bam. Spalte sie. Yeah. Oh yeah. Nein, du kannst keine Freunde einladen. Denn du hast keine Freunde. Haha. Möchte mal andere Orte kennenlernen. Bla bla bla. Langweilig. Ihr habt mir die Fälle gebracht. Gute Arbeit. Das war einfach. Quest done. Jetzt was eure Taten zu schätzen. Ja, alles Level up. Juhu. Jetzt können wir uns den Ast abfreuen. Niederstrecken. Nein, darum brauche ich jetzt nicht. Und ich wollte doch eine Quest sammelt, um mir 12 Johlen mit Schlamm im auswegslosen Sumpf in Ordnung reisen. Wir hauen hier mal Sumpfi, abtrünnige Seen und noch ein paar andere Seen mit dazu. Herausforderung angenommen. Challenge accept. Oh. Paladin. Gott, er hat kollektive Schwäche gewirkt. Wir sind schwächer geworden. Vor allem der Krieger, der ist so fatal, wenn der Krieger schwächer ist. Oder gesagt, geschwächt ist, dann. Der hier immer so schwach. Jetzt erwartet. Sein geschwächter Krieger schwach ist. Bloß bei Magier macht es gar nichts. Ist genauso, als wenn man beispielsweise mich in WoW, wenn man da auf mich Dings Stille draufhaut oder so. Weil das Haus verhindert ja, dass man hier so sauber wirken kann. Und da ich kein, da ich als Jäger eine Klasse spiel, die keine Zauber hat, ist das eigentlich für'n Arsch. Wobei ich eigentlich so gesehen damit wiederum, oh, jetzt habe ich einen falschen Stil gemacht.
Womit ich aber wiederum eigentlich so recht gut so gesehen von den anderen abfangen kann. Wenn hier so ein Gegner das auf mich macht, dann kann das ja nicht auf jemand anderen machen, der das Event, bei dem es eventuell fataler wäre. Beispielsweise hier beim Healer. Das wär, ist ja richtig schlimm, wenn der Healer dann hier dann Stille hat. Und dann nicht mehr casten kann. Hören so komische Geräusche von unten. Entweder, ich glaube, mein Vater hört da Musik gerade oder so. Ich höre wieder irgendein Bullshit. Ich glaube, ich guck später mal runter. Also das Creeper Monster. Oh, 5 Schleim. Cool. Reisen wir ins ferne Dorf. Ihr habt mir den Schlamm gebracht, bravo! Erfolg! Quest an, die Hexe weiß eure Taten zu schätzen. Es steht und es steht immer wieder dasselbe dran. Das erfreut mich doch nicht zutiefst. Ein Ring auf Level 6. Krokodilzahn, ihr müsst mir 12 ihr müsst für mich 12 Krokodilzähne sammeln. Ihr solltet sie wohl im fliegenden Holländer finden können. Okay. Reisen. Fliegenden Holländer. Captain Eisenzee. Challenge accept. Oder? Ja, Challenge accept. Oder so. Oder so. Oder so. Oder so. Ihr habt keine Ahnung, was ich hier gerade meine. Ich habe ja auch keine Ahnung, warum ich die ganze Zeit oder so gesagt habe. Abspacken dem aus. Ob die Maus geht, ist etwas langsam. Guck mal, ob ich den Stecker hier eventuell etwas besser reintun kann. Gegenschlag. Tot. Zack. Super effizient. Super effizient. Niederstrecken.
Ah. Quatschk. Dorf getrennt. Victory. 3 Krokodilzahn. Captain Kroko. Ja, das soll wohl endlich sein. Nein. Soll es nicht. Schlag. Tod allen Feinden. Ich hab immer noch so Scheiße. Ja, ein Schaden. Oh yeah. Ein Schaden ist doch toll. Okay, dann hätten wir die auch besiegt. Okay, auf zum Pfandorf, zur Hexe.